Lohnt sich jetzt schon mal weiterzumachen? Wir haben nochmal ein unbestimmtes Integral, also hier in diesem Fall unbestimmtes Integral. Und wir gucken uns mal an, was passiert. Bis jetzt hatten wir hier oben auf dem Zähler noch nichts stehen, aber was ist jetzt, wenn hier ein olles x steht? Und da wir eben gerade mit der einfachen Substitution uns eigentlich ganz leicht getan haben, glaube ich, können wir das mal angehen. Und zwar, was müssen wir tun? Machen wir das mal schrittweise und damit das Video nicht zu lang wird, halte ich jetzt mal an. Also jetzt kommt Handwerkszeug U ist gleich und so weiter. Und da müssen wir uns ein paar Gedanken machen. Ich werde also das Video erstmal anhalten. Kurz gesagt, der übliche Handwerkskram U ist 5x plus 2, das kennen wir alles und so weiter und so fort. Ne, dx ist gleich, weil die erste Ableitung von U ist ja 5. Dx ist gleich du durch 5. Und jetzt haben wir hier aber blöderweise hier oben, haben wir hier oben das x drauf stehen. Und jetzt müssen wir uns was überlegen. Und jetzt sind wir ganz eisekalt und stellen diese Formel hier. Schwupp. Die stellen wir nach x um und können dann demzufolge weitermachen. So. Wenn ich hier diesen Ausdruck u minus 2 durch 5 als x nehme und das hier oben einsetzen würde, hätte ich einen Doppelbruch. Das sieht ein bisschen doof aus. Machen wir mal hier was anderes draus. Wie kann man das irgendwie verbessern? Kann man da auch sagen, das ist ein Fünftel mal u minus 2. Dann sieht das schon gar nicht so widerlich aus. Denn wenn wir das jetzt, warte mal, nee. Machen wir das mal. Das hier, diesen Ausdruck, den werden wir jetzt für x hier oben ersetzen im nächsten Schritt. Und hier unten schreiben wir wieder unseren üblichen U-Mist hin, also den wir dann schon kennen. So, machen wir das mal. Wir haben uns nochmal hier diesen Kram also umgeformt. Ich meine jetzt hier das hier. Weil das würde sonst einen ekligen Doppelbruch hier oben drauf ergeben. Und deswegen haben wir das mal ein bisschen umgeformt. Ein Fünftel in Klammern u minus 2 ist x. Und das habe ich hier mal ganz ausführlich hingeschrieben. Natürlich kann ich, ist mir auch klar, ich kann eigentlich, warte mal, ich kann eigentlich hier diese 1, die kann ich mir schenken und hier in diesem Fall das Zeug auch. Wenn nicht, muss ich es ausführlich hinschreiben. Also oben drauf steht eigentlich bis u minus 2 durch 5. Das war von dem einen Fünftel. Und hier unten, da u ja zum Quadrat zu nehmen ist, steht u Quadrat. Und da dx gleich du durch 5 ist, schreibe ich hier du durch 5 hin. Und kann jetzt loslegen. Aber das fassen wir bitte noch zusammen. Geht los als unbestimmtes Integral über. Oben steht u minus 2. Unten steht alle 5 zusammengefasst 25 u Quadrat. Und dann mal du. Und da kommt jetzt eine alte Weisheit, das kennen wir. Ich kann zum Beispiel sagen, 8 Achtel ist gleich genauso wie 5 plus 3 und ein gemeinsamer Bruchstrich Achtel. Und das wende ich jetzt hier oben an, ne, diese Erkenntnis, die wir schon aus den Brüchen, aus der Bruchrechnung her kennen. Und dann sage ich, na und, das ist das Integral über u durch 25 u Quadrat minus 2 durch 25 u Quadrat. Gemeinsamer Nenner, das ist gleich geblieben. Und wir wissen, dass wir Integrale einzeln berechnen können. Korrekterweise muss ich jetzt sagen du. Das heißt, dass ich könnte das komplett aufsplitten, so wie wir früher auch Integrale zu Anfang berechnet haben. Erst den einen und davon den anderen Teil abziehen. Also ist das Integral über u durch. Und jetzt können wir gleich ein bisschen was rumkürzen. Mal du minus Integral über 2 durch 25 u Quadrat du. Das ist die einfache Regel, dass ich Summen entsprechend einzeln berechnen kann. Ich habe hier eine Summe mit einer negativen Zahl, natürlich negativen Ausdruck zu tun, aber ist egal. Das bloß noch nebenbei. So, also, jetzt kürzen wir uns den Kram mal zusammen und dann wird das alles schon wieder viel leichter. Ich kürze mal extra farbig, damit es auffällt. U durch U ist 1, 5, U durch U Quadrat durch U ist U. Hier ist nichts zu kürzen, hier würde ich auch nicht weitermachen. Und jetzt ist der Rest wieder ganz einfach und billig. Also im Prinzip ist nichts weiter passiert, als dass wir jetzt hier eine pure Schreibarbeit haben. Das sieht dann so aus. Hier, ne, das konnte ich mir sparen. Ich habe das mal umgeschrieben. Ich habe das aufgesplittet, was ich eben schon gesagt habe, aufgesplittet. Die haben zwar den gemeinsamen Nenner, jetzt habe ich es nochmal umgeschrieben, nochmal ein bisschen einfacher.
Und jetzt sage ich, okay, dann nehme ich mal 1/25 nach vorne, vor das Integral, das ist wie eine Art Ausklammern. Ich darf ja Faktoren vor das Integral schreiben. Jetzt steht 1/25 vor dem Integral und jetzt steht in der Klammer nur noch ganz einfacher Kram, den ich hier in der eckigen Klammer wiederfinde, plus 10 natürlich nicht vergessen. Hier dürfen wir nicht vergessen, ne? U hoch minus 1 würde hoch minus 0 durch 0 werden, deswegen LNU. Und hier 2 durch U, also 2 Utel, sagt ein Schüler. Und das ist schon unser Ergebnis. Ich fasse nochmal zusammen, was hier bei der sogenannten erweiterten Substitution passiert ist. Es ist gar nichts passiert. Wir müssen uns bloß darüber klar sein, dass wir X und U dann später nicht gemeinsam hier drin stehen lassen können. Und deswegen ganz einfach diese Geschichte U ist gleich, nochmal nach X umstellen und entsprechend einsetzen. Der Trick mit dem 1/5 ist bloß damit, das könnte man auch anders hinschreiben und anders dann einzeln aufdrieseln, aber der Trick mit dem 1/5 macht die Sache ein bisschen leichter zu schreiben. Der Rest ist übliches Handwerkszeug, also deutsche Rechenkunst, sagen wir es mal so. Jetzt hatte ich ja gesagt, wir wollen das doch bloß fürs unbestimmte Integral machen. Wir machen das jetzt für alle. Wir setzen noch einen drauf und das ist aber wirklich nur Fingerübung. Da gibt es auch nichts Besonderes zu beachten, wenn wir das fürs bestimmte Integral machen. Also Übungsaufgabe schreibe ich gleich auf und dann sieht man die gleich. Bitte nicht vergessen, die Grenzen auf U dann umzumiezeln, aber jetzt wenden wir den ganzen Mist nochmal an und zwar mit diesem Integral hier. Um das geht's. Was müssen wir da machen und so weiter und so fort. Ja, irgendein Kram. Ne? Bitte? Wie ist Quatsch? Ach so, ja, gut, danke. Ja.